Ja. Sehr geehrte Frau Graziani, ich spreche auf Deutsch. Viele Grüße aus Deutschland, viele Grüße von meiner kleinen Partei, der Familienpartei Deutschlands. Wir sind eng miteinander verbunden mit Ihnen und wir schätzen Ihre Arbeit sehr. Und es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sprechen zu dürfen. Heute hier sprechen zu dürfen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir in Deutschland an das Gute an den Menschen glauben und wir wissen, dass die Menschen im Iran gut sind, friedliebend und gut sind. Und wir wissen, dass sie in Geiselhaft genommen worden sind von den Mullahs und wir wissen, dass die Mullahs eine Gefährdung für den Weltfrieden darstellen. Im Januar wurde festgestellt, dass mittlerweile die Urananreicherung bei 84% liegt. Ab 90% hat man Atomwaffen. Wie weit sie nun jetzt fortgeschritten sind, ist uns nicht bekannt. Im Mai wurden Mittelstreckenraketen vorgestellt, die der Iran jetzt produziert. Und jetzt in diesem letzten Monat, wir haben ja schon Juli, also im Juni, wurden die entsprechenden Hyperraketen der Weltöffentlichkeit präsentiert. 18.000 Kilometer Stundengeschwindigkeit, 4.000 Kilometer Reichweite, geeignet, um Atomsprengköpfe zu tragen. Und da sehen wir, welche Gefahren von diesem Regime ausgehen. Und daran sehen wir auch, dass wir alle demokratischen Länder verpflichtet sind zu handeln und dass vor allen Dingen auch die Medien berichten müssen darüber und die Menschen nicht in Unkenntnis lassen dürfen, in welchem Zustand dieses Land ist. Dieses Land gehört, muss einen Wechsel vollziehen. Sie, Frau Graziani, sind hier der Hoffnungsbringer und wir hoffen, dass der Löwe zurückkehren wird auf die Fahne. Der Löwe und Sie als aufgehende Sonne, wenn ich das mal so sagen darf, denn er steht für Humanität, er steht für Frieden und er steht für Menschlichkeit. Und das gehört wieder auf die Fahnen des Irans. Und wir setzen unsere Hoffnung in Sie und ich gehe davon aus, dass Sie auch entsprechend dieses Land übernehmen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dankeschön.